Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute ist Sonntag, auch bei mir. Bei mir ist Sonntagmorgen, bei euch wahrscheinlich Sonntagnachmittag. Ich schwöre, ich wollte mich heute mal wieder für euch schminken, aber dann... Nee, ich hatte irgendwie nicht die Lust dazu, weil Sonntag und so. Okay, also heute sprechen wir mal wieder über Finanzen und über das Thema Low-Buy, das ich mir vorgenommen habe für das ganze Jahr 2021. Und der erste Monat verlief holprig. Aber dazu erzähle ich euch gleich mehr. Ich würde sagen, wir machen erstmal den Monatsabschluss Januar. Also wir sprechen über meine Einnahmen, über meine Ausgaben, ob ich meine Ziele erreicht habe oder nicht. Und im Anschluss sprechen wir noch ein bisschen über das Thema Low-Buy. Meine Einnahmen liefen im Januar wieder richtig, richtig gut. Ich habe euch im letzten Monatsabschlussvideo schon erzählt, dass die YouTube-Einnahmen aus dem November und aus dem Dezember immer sehr viel höher sind, als sie es im Rest des Jahres sind, weil vor Weihnachten bezahlen die Kunden richtig viel für die Werbung auf YouTube, weil sie halt wollen, dass die Leute vor Weihnachten ihre Produkte sehen und die dann kaufen. Und weil immer 2 Monate verzögert abgerechnet wird, habe ich im Januar das Geld für den November bekommen sozusagen. Das heißt, Februar wird auch nochmal gut und dann falle ich in ein Einnahmenloch mit YouTube. Also hoffentlich nicht. Mal schauen, wir werden sehen. Jedenfalls lief YouTube, wie gesagt, ziemlich gut und ansonsten lief eigentlich alles normal. Und deswegen konnte ich überdurchschnittlich hohe Einnahmen generieren. Insgesamt habe ich verdient im Monat Januar 3.232,94 €, was echt viel Geld ist. Mit eingerechnet ist meine Halbtagsstelle, die ist ja schon netto, dann mein 450-Euro-Job, der ist auch netto und meine YouTube-Einnahmen, die sind aber noch brutto, weil die Steuern werden immer erst mit der Steuererklärung bezahlt. Da komme ich auch später nochmal drauf zurück. Das heißt, es ist nicht komplett netto, ich muss noch Steuern auf einen Teil davon bezahlen. Also meine Einnahmen sind auf jeden Fall schon mal ziemlich gut gewesen im Januar. Jetzt schauen wir uns mal die Ausgaben an. Auch da ist der Januar nicht gerade schlecht gelaufen, muss ich sagen. Ich hatte eine ungeplante, also... Was heißt ungeplante Ausgabe? Ich habe mich dafür entschieden, eine Sache zu kaufen. Ihr wisst ja, Low-Buy, mein Ziel war, nur 3 neue Gegenstände pro Monat zu kaufen. Eine davon sollte ein Fahrradanhänger sein. Über den habe ich in irgendeinem Video schon erzählt. Den habe ich für 150 € über eBay Kleinanzeigen gekauft. Neu kostet so ein Ding irgendwie 500 € oder so. Das hat mich richtig geschockt, wie teuer das ist. Und ich habe eBay Kleinanzeigen echt relativ lang durchstöbert, ich glaube so 2-3 Wochen, in einem Umkreis von 15-20 Kilometern. Und ich glaube, ich habe da einen echt ganz guten Deal gemacht. Wenn ich den nicht mehr brauche, dann denke ich, kann ich den auf jeden Fall für den gleichen Preis wieder verkaufen, sodass ich da auch nicht unbedingt Verlust mache durch die Abnutzung. Der Grund, warum ich mir den gekauft habe, ist, weil ich ja relativ viel über Foodsharing abhole und es natürlich immer ideal ist, weil man das mit dem Fahrrad machen kann und da können auch mal größere Mengen an Lebensmitteln anfallen. Deswegen habe ich mir den gekauft. Außerdem wurde unsere Zeitung abgerechnet. Das geht immer quartalsweise. Das fällt bei mir auch in den Ordner allgemein. Dann habe ich Geld für Kleidung ausgegeben. Was? Und zwar sogar 55,74 €. Ich erzähle euch später dann noch, was genau das war. Lebensmittelkosten waren diesen Monat sehr gering. Was mich ein bisschen wundert, ich hatte zwar immer so dieses Ziel von 200 € insgesamt, also an Supermarkteinkäufen von meinem Mann und mir zusammen, also für 2 Personen. Ich habe das noch nie geschafft, aber diesen Monat habe ich das Budget sogar um 30 € unterschritten. Und das liegt ziemlich sicher an 2 Sachen. Erstens waren wir kein einziges Mal in einem teureren Supermarkt, sowas wie Kaufland oder Rewe. Und zweitens habe ich diesen Monat extrem oft bei Foodsharing-Abholungen gemacht. Und die Lebensmittel dann auch selber gegessen. Wir haben also sehr viele Lebensmittel quasi umsonst bekommen, / gerettet. Diesen Monat war es so viel, weil wir nicht genug Foodsharer hatten für bestimmte Supermärkte, Orte, Geschäfte, wie auch immer. Es werden also immer neue Leute gesucht, die beim Verein mithelfen. Ich habe letztens einen Kommentar bekommen darüber, dass man nicht ärmeren, bedürftigeren die Lebensmittel wegnehmen sollte. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Das Ziel von Foodsharing ist, die Lebensmittel vor dem Mülleimer zu retten. Und bei Foodsharing ist jeder willkommen. Das heißt, auch jeder, der bedürftig ist, kann sich bei Foodsharing anmelden. Foodsharing ist allerdings, glaube ich, noch nicht so richtig bekannt. Deswegen nutze ich auch meine Plattform hier, um darüber zu berichten. Und außerdem werden die Lebensmittel auch zu Verteilern gebracht. Das sind Stationen, wo sich jeder die Lebensmittel dann nehmen kann, also auch Bedürftige.
Durch Corona sind aber gerade, ich glaube, 4 von 5 Verteilerstationen in meiner Stadt geschlossen. Und der eine Verteiler, den es noch gibt, der ist relativ überfüllt mit Essen. Und um zu verhindern, dass die Lebensmittel im Verteiler verderben, weil keiner die abholt, sollen wir die dann selber verwerten. Wobei es eh unsere eigene Entscheidung wäre, ob wir die hinbringen oder nicht. Aber wenn der Verteiler halt voll ist, ist er voll. Dadurch ist es gekommen, dass ich relativ oft abgeholt habe, relativ wenig zum Verteiler gebracht habe und auch die Sachen, die ich gekauft habe, dafür relativ wenig Geld ausgegeben habe. Und diese 3 Sachen in Kombination haben halt dazu geführt, dass wir tatsächlich nur 170 Euro für Lebensmittel ausgegeben haben. Außer Restaurants. Wir haben nämlich auch ein paar Mal Essen bestellt. Und zwar insgesamt im Wert von 122 Euro, was auch relativ wenig ist im Vergleich zu den Vormonaten. Kann ich jetzt auch gar nicht so genau sagen, warum das nur so wenig war. Entweder ich habe was vergessen oder wir haben durch Zufall einfach günstigere Restaurants ausgewählt. Meine Ausgaben für Hygiene hat sich wirklich sehr im Rahmen gehalten auch. Manchmal gehen ja teurere Sachen irgendwie leer, die man nachkaufen muss. Diesen Monat habe ich bloß eine Zahnpasta gekauft und einmal Toilettenpapier für insgesamt 8,60 Euro. Ich habe sonst überhaupt nichts anderes gekauft, weder für den Haushalt noch für die Körperhygiene. Kein Shampoo, kein Duschgel, keine Zahnbürstenköpfe, kein Spülmittel, keine Lappen, kein gar nichts. Alles war noch da, deswegen sehr geringe Ausgaben auch in diesem Bereich. Der Hund hat uns insgesamt 156,10 Euro gekostet in diesem Monat. Für Bücher/Weiterbildung habe ich 27,28 Euro ausgegeben. Dabei sind 9,99 € für mein BookBeat-Abo, wo ich meine Hörbücher höre. Außerdem habe ich für 17 Euro noch was bei Thalia ein Buch bestellt, das leider nicht lieferbar ist. Es ist quasi abgebucht von meinem PayPal-Account, aber sie haben mir geschrieben, es ist momentan nicht lieferbar. Ich denke, sie buchen mir das Geld zurück, wenn es gar nicht mehr reinkommt. Aber irgendwie nervt es mich schon ein bisschen, weil auf der Homepage stand eigentlich lieferbar in 14 Tagen. Ich habe außerdem 25 Euro gespendet und Geschenke gekauft für 46,43 €. Ich habe für knapp 51 Euro getankt. Ich habe nur einmal getankt diesen Monat und 70 Euro für meine Garage bezahlt. Auch meine Portokosten haben sich ziemlich in Grenzen gehalten. Ich habe zwar ein paar Sachen verkauft diesen Monat, aber nicht so viele wie sonst. Und weil ich schon wieder eine schlechte Erfahrung gemacht habe mit Vinted, mache ich es inzwischen nur noch so, dass ich ausschließlich über das Bezahlsystem von Vinted, also ehemals Kleiderkreisel, Sachen verkaufe. Ich mache das jetzt nicht mehr, dass die Leute mir das Geld über PayPal oder so überweisen und ich das dann quasi selber das Porto, also selber den Versandschein kaufe. Weil wenn dann halt mal was ist, dann hat man halt einfach keine Handhabe. Und weil halt schon wieder ein Scheiß passiert ist, habe ich halt beschlossen, jetzt nur noch das Bezahlsystem zu benutzen. Und da ist es eben so, dass der Käufer direkt den Versandschein selber bezahlt und ich den dann nur noch ausdrucken muss und draufkleben muss. Deswegen wird es direkt verrechnet und ich muss nicht irgendwie bei der Post oder so Versand bezahlen. Und deswegen sind es auch nur 6,58 Euro diesen Monat. In den letzten Monaten waren das immer ungefähr so 50 Euro oder so. Aber im Endeffekt werden die Kosten ja vom Käufer getragen. Und mein Handy hat 9,99 Euro gekostet. Übrigens, das habe ich ganz vergessen zu sagen, neben meinen Jobs und YouTube habe ich auch noch eine dritte Einkommensquelle. Und zwar habe ich wieder Sachen verkauft und zwar insgesamt im Wert von 60,99 €. Dabei waren ein paar Klamotten, ein bisschen Kleinigkeiten auf eBay, also Hanteln, Drucker und so. Im Nachhinein, die Hanteln hätte ich auch teurer verkaufen können, aber bin ja auch kein Unmensch. Also meine Einnahmen durch Verkäufe waren relativ gering. Das lag jetzt daran, also ich mache ja gerade auch diese Minimalismus-Aussortier-Challenge beziehungsweise das Minimalismus-Game mit meinem Mann. Das heißt, wir haben eigentlich Unmengen an Sachen, die wir verkaufen könnten. Aber ich hatte irgendwie einfach noch keine Zeit. Die stapeln sich jetzt alle bei uns im Büro und ich werde die im Februar alle nach und nach versuchen zu verkaufen. Das heißt, im Februar werden meine Einnahmen durch Verkäufe wahrscheinlich wieder ein bisschen höher sein. Insgesamt unterm Strich sind das dann Ausgaben von 993,75 €, wobei da schon die Lebensmittel, also das Essen von uns beiden mit drin ist. Das mache ich, weil mein Mann auch manche Sachen von mir mitbezahlt und das sich dann so ein bisschen ausgleicht. Also er bezahlt Versicherungen und ich dann Essen. So, Trommelwirbel, wie hoch ist meine Sparquote im Monat Januar? Meine Sparquote im Monat Januar beträgt unglaubliche 69%. Jeder von euch, der versucht, seine Sparquote, also die Sparquote bedeutet, wie groß ist der Anteil von dem Geld, das ich verdiene, das ich spare. Das war kein korrektes Deutsch. Wie groß ist der Anteil des gesparten Geldes im Vergleich zu dem Geld, was ich verdient habe? 69% von meinem Einkommen habe ich gespart. Das ist natürlich eine richtig
hohe Zahl. Ich glaube, der Durchschnitt in Deutschland sind irgendwie, oh, ich will nicht lügen, 5-10% oder so. Also relativ wenig. Man darf nicht vergessen, dass da immer zwei Hebel dranhängen. Zum einen natürlich die Ausgaben zu senken, aber irgendwann kann man seine Ausgaben einfach nicht mehr senken oder es ja, schränkt dann einfach das Leben zu sehr ein. Das heißt, der sinnvollere Hebel auf der anderen Seite ist oft einfach zu versuchen, das Einkommen irgendwie zu steigern, zum Beispiel indem man Sachen verkauft, die man nicht mehr benutzt oder noch einen Nebenjob anfängt. Man darf dann natürlich nicht einfach mehr Geld ausgeben, weil man mehr Geld verdient. Also ich bin super happy mit meiner Sparquote, die ist echt richtig, richtig gut. Ich hoffe, ich kann die irgendwie halten, aber ich denke nicht, weil wie gesagt, meine YouTube-Einnahmen werden wieder sinken und dann wird es schwierig für mich, so eine hohe Sparquote zu halten, aber was ich habe, das habe ich. Dann sprechen wir jetzt nochmal über das Thema Low-Buy. Mein Ziel für das Jahr 2021 war es, meine Ausgaben und auch meine Neuanschaffungen aus dem Gesichtspunkt des Minimalismus einfach so ein bisschen zu reduzieren und zu kanalisieren und mich wirklich auf die wichtigsten Sachen zu konzentrieren. Und das möchte ich dadurch erreichen, dass ich mich auf maximal 3 neue Gegenstände im Monat beschränke. Mit dem Ziel, dass ich wirklich ganz, ganz genau überlege, bevor ich mir etwas kaufe. Ich habe das erst relativ spontan zum 1.1. beschlossen und war deswegen am Anfang des Monats noch so ein bisschen, ich will nicht verwirrt sagen, aber ich hatte keine Wunschliste so richtig. Das heißt, ich habe irgendwie mir vorher nicht richtig Gedanken gemacht und ja, habe mir dann erstmal einfach einen neuen Gürtel gekauft bei Kleiderkreisel bzw. Vinted und dachte mir dann so im Nachhinein, das war jetzt 1 von 3 und es gibt Sachen, die ich wirklich brauche. War vielleicht nicht die cleverste Idee. Aber gut, Nummer 1 war eben dieser Gürtel. Nummer 2 war dieses Buch, was ich vorhin schon erwähnt habe. Allerdings ist es ja bis jetzt nicht geliefert worden und ich habe irgendwie so das Bauchgefühl, dass die Lieferung storniert wird, weil es das irgendwie gerade nicht gibt oder keine Ahnung. Deswegen zähle ich das jetzt eigentlich nicht mit, weil ich das Buch noch nicht in Händen habe. Das heißt, das eigentlich zweite war der Fahrradanhänger, den ich vorhin benutzt habe. Und ich habe jetzt theoretisch noch eine Sache frei, die eigentlich das Buch gewesen wäre. Aber ich habe dann noch einen anderen Kauf getätigt. Ihr erinnert euch, dass ich vorhin diese Kleidungsausgaben erwähnt habe. Und wenn ihr meine alten Videos geguckt habt, also mein letztes und vorletztes und so, ich glaube, es war sogar mein letztes, die Top 10 Käufe aus dem letzten Jahr als Minimalist, als Minimalist, da habe ich euch das perfekte Top gezeigt. Das war einfach ein Basic-Oberteil, was einfach vom Schnitt her super perfekt auf meinen Körper gepasst hat, was ich den ganzen letzten Sommer nonstop getragen habe. Also ich hatte 5 Stück davon, 2 schwarze, 2 weiße, 1 blaues. Und ich hatte die echt nonstop in Rotation immer an. Immer wenn die dann alle in der Wäsche waren, dachte ich mir, oh Gott, was soll ich jetzt anziehen? Und ich hatte mir eigentlich damals schon zum Ende des Sommers vorgenommen, dass ich im Sommer 21, wenn wieder die Sommersachen in die Geschäfte kommen, wieder dahin gehe und mir mehr davon kaufe. Als ich dieses Top im letzten Video erwähnt habe, habe ich darüber nachgedacht, ob ich vielleicht gucken soll, ob es tatsächlich überhaupt noch gibt. Und wollte auf die Homepage gehen und habe gesehen, dass Pimkie, das ist nämlich die Firma, von denen das Top ist, insolvent ist. Und das war genau an dem Tag, an dem die Insolvenzmeldung an die Öffentlichkeit kam, war der Tag, an dem ich das nachgeguckt habe. Das heißt so, vor 5 Stunden Pimkie meldet Insolvenz an und ich so, nein, mein perfektes Top, nein. Also ich hatte so einen internen Mini-Meltdown. Bin dann natürlich auf die Homepage gegangen und habe halt geguckt, ob es das noch gibt. Und tatsächlich war da richtig krasser Sale, also alles war voll hart reduziert und das Top gab es auch noch auf der Homepage. Es war in Weiß schon komplett ausverkauft. Es gab es dann irgendwie sogar noch mehr Farben, als ich im Geschäft gesehen hatte. Also irgendwie auch in Rot und Pink und Gelb und so, aber das interessiert mich eigentlich alles nicht. Und da war es in all diesen Farben war es reduziert irgendwie auf 1,50 und komplett ausverkauft. Und nur in Schwarz gab es es noch. Und dann habe ich so ein bisschen Torschlusspanik bekommen, ehrlicherweise. Und habe zugeschlagen. Ich konnte mich einfach nicht erinnern, ob ich das Top in XS oder in S gekauft habe. Und im Top selber habe ich die Schildchen rausgeschnitten, bei denen, die ich habe. Deswegen konnte ich das nicht mehr nachschauen, welche Größe das war. Und ich wollte es unbedingt nochmal haben.
Und ich wusste ja, dass ich es liebe, weil ich es ja schon den ganzen letzten Sommer so viel getragen habe und ich wollte es mir sowieso nochmal kaufen. Und deswegen habe ich es dann in beiden Größen bestellt und zwar jeweils 5 Stück. Also 5 in XS und 5 in S und die sind dann auch angekommen glücklicherweise. Und ich dachte so, okay, die sind insolvent, wenn du das jetzt zurückschickst, dann kriegst du vielleicht dein Geld nicht zurück und so. Dann hätte ich halt 25 Euro in den Sand gesetzt. Ich dachte so, okay, 25 Euro ist das wert. Und habe mir 10 Stück bestellt und habe sie anprobiert und glücklicherweise passen mir beide, weil es ein relativ stretchy Stoff ist. Also man merkt schon ein bisschen den Unterschied, aber XS ist halt sehr eng und S ist immer noch normal eng. Deswegen werde ich alle 10 behalten tatsächlich und habe mir statt 0 Stück, die ich noch hätte kaufen dürfen oder vielleicht einem, 10 dieser Tops gekauft. Ich hätte sie gerne noch in weiß. Jemand hat mir geschrieben, zur Not kann man sowas auch immer bei einem Schneider nachmachen lassen. Ja, das stimmt. Also die Bedenken, die ich dabei habe, sind, ob der Schneider auch den richtigen Stoff hat irgendwie. Also ob der Stoff dann genauso gut und perfekt ist. Jedenfalls habe ich damit quasi schon den Januar gebrochen. Was schlecht ist, auf der anderen Seite bereue ich es eigentlich nicht. Ich würde es wieder tun, weil ich einfach dieses Top so sehr liebe und ich jetzt weiß, dass ich wahrscheinlich, solange ich figurtechnisch in dieses Top reinpasse, genug davon haben werde. Deswegen, ja, ist okay und sollten die wirklich irgendwann alle kaputt gehen und zerfleddern, dann kann ich es mir immer noch beim Schneider nachmachen lassen in ein paar Jahren. So viel zum Thema Low-Buy. Ich bin aber trotzdem weiterhin super motiviert. Ich finde, diese 3 Sachen pro Monat ist ideal, weil es richtig schwierig ist, aber trotzdem darf man was kaufen. Und ich habe auch eine Wunschliste. Inzwischen schreibe ich mir tatsächlich alles auf, was ich gerne hätte, um dann vergleichen zu können, okay, was ist das Wichtigste und so, was ist meine Priorität. Relativ am Anfang hatte ich auf meiner Wunschliste ein neues Gymshark-Sport-Outfit. Kein Kommentar. Dann hatte ich eine Cappy drauf. Kein Kommentar. Inzwischen steht da drauf ein neuer Duschkopf, wobei wir schon darüber gesprochen hatten in den Kommentaren, dass es eigentlich ein Ersatz für einen alten ist und man es vielleicht dann nicht unbedingt mit reinrechnet. Genauso wie meine Nachtcreme, die bald leer geht. Und es ist ja in dem Sinne kein Neukauf, sondern man ersetzt nur etwas. Also könnten diese 2 Sachen vielleicht rausgenommen werden. Dann hätten wir noch ein Ladegerät für meine neue Kamera. Bei dieser Kamera, mit der ich gerade filme, war nämlich kein Ladegerät dabei, sondern man lädt eigentlich die ganze Kamera mit einem USB-Kabel. Am Anfang dachte ich mir, voll geil, hast du kein extra Ladegerät, also kein Kabel, Kladderadatsch, das rumfliegt. Aber jetzt merke ich, dass es richtig hinderlich ist, weil ich habe 2 Akkus und wenn der eine leer ist, nehme ich den anderen, aber ich kann den leeren nicht parallel laden, weil ich dazu die Kamera nicht benutzen kann dann. Ich werde mir also noch das Ladegerät kaufen und dann steht auf meiner Wunschliste noch eine 2. Anzuchtlampe für Pflanzen. Weil ich habe eine, die ist ungefähr so groß und da passen halt nur begrenzt Pflänzchen drunter. Und ich will es diesen Sommer eigentlich richtig hart übertreiben mit Gemüseanbau. Deswegen überlege ich, ob ich mir in eBay noch eine 2. kaufe. Und dann habe ich überlegt, ob ich mir so eine Anzuchttopfpalette kaufe, also wo so 100 Stück reinpassen, so 100 kleine Töpfchen. Aber auch da bin ich unsicher, ob ich das mache. Also wenn es jetzt richtig hart auf hart kommt und man zählt den Duschkopf, der ersetzt werden muss und die Nachtcreme nicht mit rein, dann hätten wir das Ladegerät, eine Anzuchtlampe und Anzuchttöpfe. Aber wer weiß, was ich mir dann noch alles einbilde im Laufe des Februars. Und ich meine, wenn es dann 4 statt 3 Sachen werden, okay. Aber mein Ziel habe ich ja dann trotzdem erreicht, nämlich dass ich erst richtig intensiv reflektiere, bevor ich tatsächlich einen Kauf tätige. Okay, so. Das war alles, was ich zum Thema Januar und Finanzen zu sagen habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ich in Zukunft in diesen Videos noch auf irgendwas eingehen soll, was ich jetzt nicht so richtig erklärt oder erwähnt habe. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, fehlt euch irgendwas in den Videos, erzähle ich über irgendwas zu viel, schreibt es mir gerne. Wir sehen uns am Mittwoch wieder mit dem 2. Teil und dem Finale des Minimalismus Games. Es ist echt richtig schwer gewesen am Schluss. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da wiedersehen und dann bis Mittwoch. Tschüss.